Es ist ein österreichweit einzigartiges Wohnprojekt, Mein Zuhaus.at, ein betreutes Übergangswohnhaus für wohnungslose Menschen. Nächste Woche wird es in Salzburg eröffnet. Außergewöhnlich ist auch, dass das Haus mit Wohnbauförderung errichtet wurde. 2,5 Millionen Euro hat es gekostet. Was es für die Bewohner bedeutet, wieder eigene vier Wände zu haben, zeigt unsere Reportage. Eine Bewohnerin hat uns Einblicke in ihr neues Zuhause gewährt. Errichtet auf einem Grundstück der Barmherzigen Schwestern ist das Wohnprojekt meinzuhaus.at im Salzburger Stadtteil Riedenburg nach einem Jahr Bauzeit fertig. Seit 10 Tagen wohnt auch Elfriede Steiner in der Hübnergasse 8. Sie freut sich jeden Tag, wenn sie von ihrer neuen Arbeitsstelle in einer gastronomischen Sozialeinrichtung nach Hause kommt. Denn seit langem hat sie erstmals wieder ein eigenes Zuhause. Es ist eine nette Atmosphäre. Ich habe mir zuerst nicht gar so viel vorstellen können, weil man denkt, naja, viele sagen auch, geht, da bist du wieder eingesperrt oder was. Aber es ist absolut nicht der Fall. Man fühlt sich beschützt und das ist auch von der Umgebung her, man wird nicht schief angeschaut oder was, gar nichts. Es ist eigentlich, muss sagen, nur positiv. Die 59 Jahre alte Stadtsalzburgerin hatte zuvor keine Chance, sich eine kleine Wohnung zu leisten. Ich habe zwar eine Arbeitsstelle gehabt, habe auch dort gewohnt, aber bin immer mehr in Alkohol reingeschlittert. Und es ist halt, es wäre nicht mehr gegangen, wenn wir nicht Leute geholfen hätten. Pro Monat bezahlt sie 335 Euro. Nur Stadtbürgern, die mindestens 3 Jahre in Salzburg gemeldet sind, steht eine Wohnmöglichkeit hier offen. Im Gebäude von meinzuhaus.at finden sich eine Sparkasse, die von Armut Betroffenen ein Konto einrichtet, und auch ein Caritas-Büro mit 2 Sozialarbeitern, die die Bewohner tagsüber betreuen. Im Haus existieren 55 Wohneinheiten mit je 21 Quadratmetern. Die Warteliste ist lang. Initiiert hat dieses Wohnprojekt das Salzburger Studentenwerk. Ziel ist, dass von Wohnungslosigkeit betroffene Personen, die meistens auch arbeitslos sind, einen ersten Fuß wieder am Boden bekommen durch eine eigene Wohnung, dann wieder eine berufliche Tätigkeit finden, dann wieder genügend verdienen, dass sie sich wieder eine eigene Wohnung leisten können. Durch die Unterstützung der Salzburger Lions und Rotary Clubs mit 250.000 Euro konnte das Projekt realisiert werden, um zig Salzburgern ein vorübergehendes Zuhause zu schaffen.